Ein Part geht noch, dann höre ich erstmal für heute auf. Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Super Circuit. Heute mit meinem Main. Ne, wir machen einfach weiter die Reihe rum, oder? Also wir haben ja angefangen und machen hier weiter. Yoshi, na? Heute nämlich mit dem Sternencup. Hier die schöne Vorschau. Manche Bilder sind echt schön, vor allem das von Bowser Castle 3. Ist cool. Aber wir fangen an mit dem Schneeland. Beziehungsweise Snowland. Dieses. Auch bekannt. Ach, die Musik. In Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass. Alter, hier rutscht man ja wirklich noch viel mehr. Und genau hier war diese riesige Münzreihe. Wenn man die einsammelt, hat man gewonnen. Also zumindest, wenn man das Geld braucht. Und wir brauchen das dringend. So, aber wir sollten auch gewinnen. Es gibt so genau hier zum Beispiel gibt es so alternative Wege auf dem Eis. Aber wirklich, ich möchte die Musik gerne nochmal hervorheben. Mario Kart Super Circuit hat so super Tracks. Aber man muss auch ehrlich sagen, das Schneeland in Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass ist echt gut geworden. Wie ich finde. Also das kann halt wirklich mit dem Original mithalten. Weil viele Mario Kart Super Circuit Strecken werden ja einfach stark verändert. Wo sind denn überhaupt Items, hä? Das Gefühl, es gibt gar keine. Man kann im Übrigen auch so ein bisschen durch den Schnee abkürzen, indem man einfach springt. Hier zum Beispiel wieder. So viel langsamer wird man eigentlich in dem Spiel nicht. Und ob man hier halt jetzt rutscht oder einfach durch den Schnee fährt, hier müsste sowieso ein genau alternativer Weg sein. Ist tatsächlich schon fast egal. Münzen haben wir eh alle auf der Strecke eingesammelt. Es gibt im Übrigen in dem Spiel 3 Sterne-Range, ne? Ränge, Range, Rang? Der Rang, die Ränge. Oder? Die sind aber geisteskrank schwer. Vor allem in 150. Ich kenne keinen Mensch, der das geschafft hat. Habe ich noch nie gesehen. Irgendwo. Man muss da gefühlt so alle Münzen einsammeln, komplett perfekt fahren und nie getroffen werden. Ja, ist ein bisschen schwierig. Ein bisschen aber nur. Schneeland hat mir sehr gefallen. Ribbon Road, die Partystraße zu Deutsch, meine ich, hieß sie. Ebenfalls geremaked in Mario Kart 8. Hatte man die Musik verändert? Kommt die gerade so unbekannt vor. Aber hier, das ist eine Strecke, wo man sehr viel mit Beschleunigungsstreifen damals gearbeitet hat. Mir kommt die Musik absolut unbekannt vor. Ich weiß nicht wieso. Was ist eigentlich dieses Wow von Yoshi oder was er da sagt? Klingt nicht nach Yoshi. Ihr seht schon, ich habe die Strecke absolut nicht drauf. Ich konnte die 4Wii mal besser. Da habe ich gefühlt zu jedem Beschleunigungsstreifen mitgenommen. So, ich habe Peach mal gleich 3 Hits mitgegeben. Aber solange ich Erster bin, ist alles super. Okay, den Beschleunigungsstreifen zu nehmen ist auch ein bisschen schwierig. Also die anderen, das ist schon möglich. Eigentlich habe ich meinen Pilz schon längst eingesetzt. Mehrmals, auch jetzt schon wieder mehrmals. Ich weiß nicht, was da los ist. Egal, die Partystraße ist ja echt nicht einfach. Aber man muss halt sagen, man erkennt die Originalzüge schon etwas wieder. Aber man merkt auch hier, dass man natürlich einiges verändert hat. So mit der Brücke und so. Vollkommen logisch. Ist auch vollkommen okay so, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall kann ich sie nicht. Das ist kein Geheimnis. Ich konnte die mal besser, aber perfekt konnte ich die noch nie. In Mario Kart Super Circuit. Also ich versuche hier noch den zweiten zu kriegen. Den Luigi ordentlich zugesetzt. Nochmal
Jetzt müsste es eigentlich reichen, oder? Münzen 26 sollte erstmal passen. Mit dem zweiten muss ich mich hier zufrieden geben. Definitiv. Ja, Peach war so krass. Wir kämpfen trotzdem weiterhin, natürlich. So, Yoshi Desert, nie geremaked worden, soweit ich mich jetzt recht erinnere. Da hinten mit der Yoshi Sphinx, ganz cool gemacht. Hier gibt es auch so Treibsand, da möchte ich überhaupt nicht rein. Ich habe keine Münzen, was halt absoluter Crap ist. Direkt gerammt wurde. Da ist sogar der Treibsand, den ich überhaupt nicht mag. Ich meine, hier war es nicht so einfach, immer an die Münzen ranzukommen. Ich meine, der Stern schützt nicht mal vom Treibsand. Also kürzt lieber nicht ab. Oder kürzt ab und probiert es aus, aber ich mache es jetzt nicht. Klar, ich könnte dann einfach zurückspulen, um es aus, wenn ich es ausprobiert habe, aber in Mario Kart muss ich nicht spulen. Dann mache ich halt maximal Safe States, damit ich halt nicht immer die Strecke, also damit ich die Strecke immer von vorne spielen kann oder so. So, jetzt habt ihr euren Treibsand gesehen, ich hoffe, ihr seid glücklich. Aber nee, spulen will ich eigentlich ungern. Super Mario Kart ist da halt auch was anderes, finde ich. Weil Super Mario Kart ist halt einfach um einiges schwieriger als dieses Spiel hier. Ich kann froh sein, dass ich nicht abgegluckert bin. Aber ich sollte eigentlich nach vorne kommen. Der Treibsand-Fail war fatal. Ist das eigentlich so ein Mario Kart, wo alle gegen einen spielen? Nee. Also Toad hat nicht nach vorne geschmissen. Nach hinten. Okay, das war's. Ich könnte so kotzen. Toad verreck. Und Peach hau ab. Ich sagte Peach hau ab. Okay, ich hab da. Der Stein. Der Stein! Oh. Ja, wenigstens 25. Pflicht ist ja eigentlich so 25 Münzen in jedem Rennen zu sammeln. 4 mal 25 ergibt 100, logischerweise. Dann habt ihr's. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Also versucht immer so 25 zu sammeln. Wenn mehr, desto besser, dann könnt ihr euch auch mal in einem anderen Rennen weniger erlauben. Super Start, sehr wichtig. Bowser Castle 3, wir kennen die meisten wahrscheinlich aus mit der meistverkauftesten Mario Karts, nämlich Mario Kart Wii von der Nintendo Wii. Auch für mich ein sehr, sehr schönes Mario Kart. Wegen guter Streckenauswahl und Charakterauswahl vor allem. Ja, es war schon sehr betrügerisch, aber ist okay. So, ja. Die Strecke kann ich dadurch eigentlich auch recht gut, weil damals auf der Wii wurde die recht gut geremaked. Ich weiß nicht, ich mag die auch eigentlich recht gerne sogar mittlerweile. Früher habe ich die mal über alles gehasst auf der Wii. Aber mittlerweile geht es. Da gibt es auch dieses Bonus-Item. Es läuft echt nicht gut. Es läuft dermaßen schlecht. Also ich brauche kein 150 CCM, mich ja selbst fertig hier zu machen. Im Übrigen, in den Retro-Strecken des SNES spielt man dann auch 5 Runden. Ist teils wirklich besser, weil... Ach, komm schon! Weil du halt einfach... Weil manche Strecken halt einfach so kurz sind. Wäre das auch für SNES, für Game Boy Advance gut gewesen. Leider befürchte ich, dass wir die Strecke tatsächlich neu spielen müssen. Selbst wenn nicht, es reicht nicht für den Goldpokal. Kein Item.
Ne, das ist ein neues Spiel. Zum ersten Mal im LP. Damit zeige ich euch wieder nur die letzte Runde. So wie immer. Kannst du halt nichts machen. 3 Leben hat man im Übrigen immer. Hab jetzt auch die letzte Runde gesafe-stated. Gebe ich gerne zu. Aber eigentlich sieht es ganz gut aus. Sah es zumindest bisher. Aber solange es nicht Peach ist, ist ja erstmal alles super. Schön ist nicht mehr alles super. Natürlich. So, ja. Dritter müsste zwar auch reichen, aber vierter nicht. Ja, ist egal. Schon schade, dass ich jetzt schon im vierten Part ausgeschieden bin einmal, aber was willst du machen? Reicht das? Wehe nicht. Ja, reicht. Okay, super. Gut, es wird immer knapper und spannender scheinbar. Ich werde immer schlechter. Trotzdem danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, dieses Part von Let's Play Mario Kart Super Circuit. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Habt ihr noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part. Tschüss, bis dann. Super.